Hallo liebe Aufrufer, eine neue Lichtgeschwindigkeit. Hier ist mal was ganz Besonderes, aktuell sozusagen Echtzeit. Mir hat ein Benutzer der Lichtgeschwindigkeit schon seit Jahren, den ich auch persönlich kenne, etwas geschickt, E-Mail. Und ich nenne jetzt zwar seinen Namen nicht, aber ich will das hier mal berücksichtigen. Ich sage dazu, die Beuys-Bürger, das sind die große Mehrheit, die immer die Majorität ist, in jedem Bereich, immer die große Mehrheit, die wenig Ahnung hat, gegenüber einer kleinen Mehrheit, also einer Minderheit, die sich auskennt, die sich interessiert. Immer sind die große Zahl der Nichtinteressierten in der Mehrheit. Das ist ein Grundproblem in der Demokratie, deshalb ist das auch mit Beuys möglich, der ganze Quatsch. Die große Mehrheit findet Beuys witzig, weil sie sich nicht dafür interessiert. Und dann gibt es die paar Profis, die davon leben. Und die ziehen die Karre und organisieren die Salonpersonage Beuys. Und ich habe jetzt hier geschrieben, die Beuys-Bürger des Grauens sind doof. In Zingst an der Ostsee. Hier passiert nämlich Folgendes. Ich bekomme also diese Mail, die namentlich gekennzeichnet ist. Den Namen lasse ich hier weg. Thema: Material für meinen Videoblog Lichtgeschwindigkeit. Da schreibt also der freundliche E-Mailer: Ich habe mir gestern in Zingst die Kanzlerin in ihrem Wahlkreis angehört. Wenn du mal in der Nähe einer ihrer Wahlkampfauftritte bist, solltest du dir das Material für deinen Videoblog nicht entgehen lassen. Erschreckendes Niveau, kein Wort zu NSA, also die Spä- und Spionage, Datenabzockerei. Sie sagt Sätze wie: Das Wasser in der Ostsee ist wunderschön, aber Wasser im Wohnzimmer und im Keller ist ein Problem. Sie will keine Steuererhöhungen wie die anderen, in Klammern SPD, Steinbrück und Co., nennt sie nicht beim Namen. Keinen einzigen Satz sagt sie zu ihren Vorhaben. Auch wenn Ferien seien, die Kinder müssten fleißig lernen. Sonst sehe es düster um Deutschland aus. Donnerstag schaut sie sich den fliegenden Holländer an, in Bayreuth, Wagner. Koffer sind gepackt, sie hat Urlaub. Man fasst es nicht, womit die eine 45 Minuten Rede füllt und sich für das Amt des Bundeskanzlers bewirbt. Die Atmosphäre passt zum dürftigen Vortrag. Da stehen zwar dicht gedrängt etliche Zuschauer vor der Kurmuschel am Deich, in 50 Meter Entfernung lässt es aber Tausende von Badeurlaubern am Strand völlig kalt, dass ihre Kanzlerin spricht. Die Darstellung der Medien, die nur die Menschen vor der Kurmuschel zeigen und irgendeinen inhaltlich sinnvollen Satz aus dem Schwachfug fischen, ist die andere Seite des Grauens. Tja, lieber Freund, du siehst, das hat hier Eingang gefunden in die Lichtgeschwindigkeit. Ich glaube das unbesehen. Ich muss auch keine Originalveranstaltung mit der Kanzlerin, um das zu erfahren, aufnehmen. Das geht auch so, und vielleicht hat es ja der eine oder andere mit Interesse hier angehört und kann sagen, na ja, so habe ich das auch erlebt. Oder anders bitte in die Kommentare, wir können ja darüber diskutieren, und die Kanzlerin ist jetzt im Wahlkampf wirklich dafür da, dass man mit ihr kommuniziert und dass man sie kritisiert, dass man ihr seine Wünsche und seine Vorstellungen sagt. Danke für den Aufruf hier, Lichtgeschwindigkeit.